Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 4. Erlösung und die Endzeit. Die Liebe des Vaters. Es gibt christliche Gruppierungen, die haben unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf Altes und Neues Testament. Das heißt, die denken, da ist ein Gott der Härte, der Strenge, der Forderung im Alten Testament. Und dann kommt die Liebe zu Jesus. Es ist derselbe Gott, der sich nie ändert. Und es ist die Liebe des Vaters, die Jesus dargestellt hat. Er ist gekommen, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal beisammen war, hat ihnen gesagt, sie brauchen keine Angst zu haben. Er wird wiederkommen und sie zu sich holen, damit sie sehen, wo er ist. Und jetzt wird er dann dorthin gehen, zum Vater. Und der Philippus sagt ihm dann, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Antwort Jesu, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das kann nicht deutlich genug betont werden. Wer Jesus sieht, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade, wie er heilt, wie er sich um jeden kümmert, wie die Ärmsten der Armen, die Unbedeutendsten der Unbedeutenden in sein Blickfeld geraten und er ihnen weiterhilft. Wen sehen wir da? Die Liebe des Vaters. Darum ging es Jesus. Das Wesen seines Vaters im Himmel bekannt zu machen. Denn sie haben dasselbe Wesen. Das sind nicht zwei unterschiedliche Personen, wo ein lieber Jesus einen strengen Vater bittet, na sei mal lieb. Sondern die sind gleich in ihrem Wesen. Die denken gleich, die handeln gleich. Da muss nicht einer mühsam den anderen überzeugen von einer anderen Denkweise. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So steht es im Hebräerbrief, Kapitel 13. Vers 8. Dieser Vater in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, das hat schon Mose erlebt. Als er ihn schauen wollte, als er ihm nahe kam, als er da 40 Tage auf dem Berg oben war, gnädig, barmherzig, gütig, langmütig. Das ist unser Vater. Das ist seine Liebe. Wäre es nicht so, gäbe es uns schon lange nicht mehr. Aber wir machen unsere eigenen Bilder von einem Vater, weil wir von irdischen Vätern ausgehen. Aber das ist nicht der himmlische Vater. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und sofern der Morgen ist vom Abend und der Himmel von der Erde, so weit entfernt sind Gottes Gedanken von unseren Gedanken. Das sind Gedanken der Liebe. Er möchte uns aufmerksam machen, dass er uns nachgeht. So wie wir das hier sehen. Hier sehen wir die Liebe des Vaters. Er, der Heiland, möchte zeigen, wie der Vater denkt, wie er fühlt, wie er empfindet. Betrachte dieses Bild, damit du verstehst, wie dich der himmlische Vater liebt. Alles hat er dafür gegeben, sogar seinen Sohn. Die Liebe Christi. Das Johannesevangelium beginnt so. Im Anfang war das Wort.
und das Wort war bei Gott. Das erinnert uns an 1. Mose 1. Weil da heißt es auch, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann in Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ward Fleisch. Nicht, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. In 1. Mose 1. Und er sprach, und es ward. Und er sprach, und es ward. Und so wurde es Abend und Morgen, der erste Tag, aus Abend und Morgen der zweite Tag. Im Auftrag des Vaters Christus, der Schöpfer. Da kommt seine Liebe schon durch. Er hat diesen Planeten nicht einfach wüst und leer gelassen, wie am Anfang. Ein, wie es im Hebräischen heißt, Tuhu, Wa, Buhu, das heißt wüst und leer. Sondern hat den Planeten hergerichtet, dass es ein Nest wird für uns, dass wir darauf wohnen können, dass es Luft gibt, Süßwasser, Humusschichte, Pflanzen, Tiere, Vögel, Fische, Insekten. Ha. Alles hergerichtet, dass wir hier existieren können. Das ist das besondere Element. Als Jesus Mensch wurde, diese Menschwerdung, dass das Göttliche innen ist und das Menschliche außen, ich meine, wer von uns kann das erklären? Wer kann das verstehen, was da wirklich vor sich ging? Und dass er als Embryo heranwachsen muss, dass er nicht einfach als 30-Jähriger vom Himmel kommt, so wie ein Engel materialisiert und auf einmal da ist. Jesus in seinem Menschsein benützt nicht diese Göttlichkeit in sich einfach so, sondern er will als Mensch hier leben, als Mensch uns zeigen, dass man in Verbindung mit dem Himmel alles vollbringen kann. Hat er einen Vorteil über uns? Nachteile über Nachteile. Der Teufel mit all seinen Engeln war täglich hinter ihm her. Die ganze Hölle war täglich um ihn versammelt. Und haben ihm Hindernisse in den Weg gelegt ohne Ende. Vorteil gegenüber uns? Nachteile über Nachteile. Alles wurde gegen ihn mobilisiert. Vom Negativen, damit er einmal einen Fehler macht. Ein einziges Mal. Unser Herr und Heiland, seine Liebe, wenn wir hier betrachten, wie er das Kreuz trägt, wie er unter dem Kreuz zusammenbricht, der Rücken, eine einzige Fleischwunde. Für dich hat es getan. Für dich, weil er dich lieb hat, damit du begreifst, wie sehr er sich danach sehnt, dass du gerettet wirst. Es ist diese Liebe, diese unvergleichliche Liebe, die in uns Liebe weckt. Hat dich diese Liebe schon berührt? Ist in dir schon etwas geweckt, wenn du ihn betrachtest? In seiner Liebe. Dann beginnt das Leben. Dann fängt es an. Das ist Erlösung, die wir brauchen, um durch die Endzeit zu kommen. Die Liebe des Heiligen Geistes. Was haben Konzilien darüber sich schon Gedanken gemacht? Was ist der Geist?
Ja, was ist der Heilige Geist? Da reden wir wie ein Blender über die Farben. Wir wissen das, was im Worte Gottes steht. Manche meinen, der Heilige Geist sei eine unpersönliche Kraft. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine kraftvolle Persönlichkeit, der Geist Gottes. Es ist genauso eine Persönlichkeit wie der Vater und der Sohn. Darum hatte Jesus gesagt, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was erfahren wir über diesen Geist? Er verherrlicht Christus. So steht es in Johannes 16, Vers 14. Der Geist überzeugt Menschen von der Wahrheit. Und wenn sie sich nicht dagegen sperren, so wie die Hohenpriester und die Ältesten, die natürlich überzeugt waren von der Gottheit Jesu, aber nicht wollten, dass er der Messias ist. Also wenn man sich nicht dagegen auflehnt, dann entsteht Gewissheit. Das macht der Geist. Er kann auch betrübt werden, schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30. Eben weil er eine Persönlichkeit ist. Betrübt nicht den Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Er ist ein Tröster oder ein Anwalt, wie man es übersetzen kann. Ein Beistand, ein Fürsprecher, wie es Jesus ausdrückt. In Johannes 14, Vers 16, wo er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ja, solche, die keine Eltern mehr haben. Ich komme zu euch durch den Geist. Er hat dasselbe Wesen wie ich, sagt Jesus. Er ist unser Helfer, unser Berater. In Lukas 12, Vers 12 sagt Jesus, ihr braucht euch nicht sagen, was ihr dann sagen sollt, wenn es nötig ist. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. In dieser Stunde. Ihr werdet vor Könige und Statthalter geführt werden, um meinetwillen. Ich hatte das einmal erlebt, als Lehrer hätte ich am Sabbat unterrichten müssen, ich habe mich geweigert. Dann kam es zu einer Disziplinarverhandlung. Und bei dieser Disziplinarverhandlung wurde mir eine Frage gestellt und ich sollte mit Ja oder Nein antworten. Ich wusste nicht, was besser ist und habe auf diesen Text gedacht. Der Geist wird es euch in dieser Stunde sagen, was ihr sagen sollt, wird es euch lehren. Ich habe gebetet, Herr, ja oder nein? Ja oder nein? Es war Stille. Die vor mir saßen, erhöht, auf mich hinabblickend, haben gedrängt. Ja oder nein? Haben sie die Frage verstanden? Ich wusste nicht, was ist besser? Bevor ich einen Blödsinn sage, warte ich noch. Herr, bitte sag's mir, die drängen so. Es kam nichts. X-mal kamen die gedrängt. Der Druck wurde immer größer. Ja, antworten Sie endlich. Sind Sie der deutschen Sprache mächtig? Ich war Lehrer. Es war peinlich. Und ich stehe da stumm wie ein Fisch. Und es kommt nichts. Und ich dachte mir, dieser Vers, der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt, das hat wahrscheinlich vor 2000 Jahren funktioniert. Nicht bei mir. Und ich sag nichts. Die sind verzweifelt in ihrer Wut und Ohnmacht, weil nichts kam von mir. Ich blieb stumm, weil nichts kam von oben. Dann kam eine Pause, geht so ein Jurist, ein Anwalt auf mich zu und sagt, also Sie sind ja ein Schlauer. Aha, was meint er? Woher haben Sie gewusst, dass die einzig richtige Antwort Schweigen ist? Ja, woher hatte ich das gewusst? Der Geist. Es ist die Liebe des Geistes, die an uns wirkt. Gewissheit
der Erlösung. Ich weiß noch, als ich 14 war und mit einem Prediger in einem Auto mitfuhr, er mir die Frage stellte: Und? Bist du dir deines Heils gewiss? War ich mir nicht. Aber ich wusste, wenn ich jetzt sage Nein, dann kommt eine Predigt von mindestens einer Stunde. Und so sagte ich Ja. Dann war er befriedigt. Aber ich hatte nicht die Antwort. Es war dumm von mir gewesen. Hätte ich nur damals schon gesagt, nein, ich habe es nicht, diese Gewissheit, dann hätte ich vielleicht wertvolle Informationen bekommen. Ja, kann man das denn wissen, dass man erlöst ist? Kann man diese Gewissheit haben? Ja, man kann sie nicht nur haben. Die musst du haben. Wenn du diese Erlösungsgewissheit nicht hast, wie willst du ein froher Christ sein? Dann weißt du ja nie, reicht es? Was ist, wenn ich in der letzten Viertelstunde vor meinem Sterben noch einen bösen Gedanken habe? Was ist dann? Gewissheit der Erlösung gründet sich nicht auf uns. Hier liegt der erste Fehler. Wenn ich auf mich blicke und mich im Spiegel anschaue und im Spiegel des göttlichen Maßstabes, ja, dann ist es vorbei. Wenn ich auf Jesus blicke, ja, dann sind die Dimensionen ganz andere. Es gibt in der Bibel eine Menge von Texten, die uns diese Erlösungsgewissheit veranschaulichen möchten. Der Herr sagte im Psalm 91, Vers 16, er ruft mich an, dieser eine Mensch. Der wendet sich an mich. Darum will ich ihn erhören. In Joel 3, Vers 5, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Wenn du dich an die richtige Adresse wendest, ja, dann bist du an der richtigen Adresse. Er ist die Liebe. Er wartet drauf. Er will retten. So wie ich drauf warte, wenn meine kleinen Enkel mit Bausteinen da irgendwas zusammenbauen und nicht weiterkommen, und dann beginnen sie zu weinen, und ich warte. Ich könnte ihnen helfen. Aber sie müssen selber zu dem Punkt kommen, sagen, Opa, hilfst du mir bitte? Ja, dann helfe ich. Aber es muss von ihnen kommen, sonst hätte es keinen Wert. Und so wartet Gott, bis wir es begreifen. Jesus sagt, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und sie werden nimmermehr umkommen. Nimmermehr. In Römer 10 heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du gerettet. Und der schöne Text im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11, dann bis 13. Das ist das Zeugnis, dass uns Jesus das ewige Leben gegeben hat, nicht irgendwann geben wird, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Können wir gewiss sein? Wir müssen diese Gewissheit haben. Aber du kannst es nie auf dich selber gründen. Als Jesus Petrus gefragt hat, nach der Verleugnung, hinterher als der Auferstandene am See Genezareth, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese? Und dann die geniale Antwort des Petrus. Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Kannst du das so sagen? Herr, du
weißt, dass ich dich lieb habe. Es liegt an der Liebe, die von ihm zu dir kommt und die du erwiderst. Darauf gründet sich Erlösungsgewissheit und nur darauf. Das ewige Evangelium. Diese Kombination, das ewige Evangelium, kommt nur an einer einzigen Stelle in der Bibel vor. Wir lesen das im Buch der Offenbarung, in Kapitel 14, wo es heißt, ich, in Vers 6, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Allen Nationen, Stämmen, Sprachen, Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das Evangelium ist ein ewiges, ein unverändertes Evangelium. Aber es ist von allen möglichen Glaubensrichtungen über all die Jahrhunderte hindurch immer wieder abgeändert worden. Das Evangelium selbst ändert sich nie. Das ist immer das Gleiche. Aber Menschen haben es abgeändert, verändert. In den Augen Gottes ist es immer dasselbe. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Von Gott her keine Änderung. Von den Menschen her ständig Änderung. Und hätte Gott nicht durch seinen Geist Martin Luther vor 500 Jahren hier aufgeweckt, dass er das begriffen hat, was ewiges Evangelium ist, wo wären wir heute? Da hat sich also etwas getan. Paulus schreibt im Brief an die Epheser in Kapitel 1, in Vers 4. Denn in Christus hat uns Jesus erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Das ist überraschend. Wann wurdest du erwählt? Ehe der Weltgrund gelegt war. Das ist aber schon sehr früh, oder? Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In Jesus hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Das ist das ewige Evangelium. In Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist nicht so, da werden Adam und Eva geschaffen, dann gibt es den Sündenfall und dann überlegt man im Himmel, was machen wir jetzt? So war es nicht. Vorher wurde schon der Erlösungsplan fixiert. Vorher. Denn Gott sieht ja Dinge vorher. Ja, wenn er es vorher sieht, warum macht er dann überhaupt noch? Ja, das ist das besondere Element, wo dieser Freiwille hineinkommt und trotzdem Gott sieht, was letztlich dabei rauskommt. Er weiß im Vorhinein, wie sich Dinge entwickeln. Und er sieht dich, weil er dich im Auge hat, was aus dir werden kann. Darum macht er das. So und so viele kommen dabei unter die Räder, weil sie eine falsche Entscheidung treffen. Aber für die, die auf die richtige Karte setzen, für die hat er das gemacht. Dieses ewige Evangelium, das schon ehe der Weltgrund gelegt war, geplant war, durchgezogen wurde. Schon bevor der erste Mensch war, bevor der erste Mensch verführt wurde, bevor Eva zur Frucht griff, hat Jesus schon eingestimmt, zugestimmt, ich komme, ich werde Mensch und ich bringe mich als Opfer dar für sie, damit sie gerettet werden können.
Das ist ewiges Evangelium. Dieses ewige Evangelium, das gilt es zu erkennen, festzuhalten, damit wir fest sind für die Zeit der Krise in der Endzeit. Zusammenfassung. Erlösung. Wir brauchen diese Gewissheit der Erlösung, bevor wir in diese letzte Phase der Weltgeschichte eintreten. Sonst werden wir es nicht schaffen. Jetzt gibt es diesen Text Jesu, wenn wir dieses Bild hier betrachten, wo er sagt, weit ist das Tor und breit der Pfad, der in den Abgrund führt. Und viele sind es, die darauf wandeln. Aber wie schmal ist das Tor und wie schmal der Pfad, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Das klingt nicht so gut. Nur wenige sind es, die diesen Pfad finden, weil sie ihren freien Willen nicht richtig einsetzen. Sie entscheiden sich für das Falsche. Die Masse benutzt ihren freien Willen als Verführte, ohne dass sie das wissen. Sie merken nicht, wie sie manipuliert sind. Wer immer sich an Jesus wendet, ja, der ist schon auf einem ganz anderen Pfad. Ganz anderer Pfad. Martin Luther, der große Reformator, hat vor 500 Jahren Folgendes gesagt, geschrieben. Wenn ich auf mich blicke, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie ich gerettet werden soll. Wenn ich auf Jesus blicke, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie ich verloren gehen soll. Es kommt also auf die Blickrichtung drauf an. Wohin schaust du? Schaust du in den Spiegel? In das Gesetz Gottes, in den Maßstab des Höchsten und schaust dich an, wie schmutzig du bist, ja was? Das ist das Ende, oder? Niemals eine Chance. Schaust du aber auf den, der der gute Hirte ist, der uns erlöst hat durch sein Blut, der in seiner Liebe für uns alles getan hat, uns nachgegangen ist, sich völlig hingegeben hat, damit du gerettet werden kannst. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Du kannst gute Werke tun, so viel du willst. Hast du den Sohn Gottes? Kannst du wie ein Petrus auf die Frage, Herr, hast du mich? Auf die Frage Jesu an Petrus, Simon, hast du mich lieb? Auf diese Frage hin weiß Petrus diese Antwort. Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und die werden dann hier sein. Du weißt ja, ob du jemand lieb hast, oder? Oder nicht lieb hast. Oder manchmal lieb hast, dann wieder nicht. Dir jemand manchmal wichtig ist, dann vergisst du ihn wieder. Hier ist der Punkt. Wer ihn lieb hat, der wird, wenn er durch dieses Tor, dieses Schmale hindurch geht, ein Universum sehen. Jesus hat gesagt, ihr werdet sein wie die Engel. Wir bekommen einen neuen Körper, der Weltraum tauglich ist. Wir bekommen einen Körper, der gleich ist seinem verherrlichten Leibe nach der Auferstehung, wo wir durch Wände gehen können, wo wir durchs Weltall zischen können, schneller als das Licht, wie die Engel leben. Dann wird das Universum unsere Heimat. Wir landen auf diesem Planeten und dann auf dem nächsten. Das ist für die, die dadurch kommen. Dein Wille, Herr,
sei mein Wille. Dich liebe ich. Dir will ich folgen. Wenn du das sagst, dann bist du auf dem schmalen Pfad.